Gute Musik heimischer Bands, umsonst und unter freiem Himmel. Tolle Sache, dieses Rocktoberfest in Rauschenberg. Am Wochenende fand die Sause zum dritten Mal auf dem Grillplatz statt. 8 heimische Bands hatten sich angekündigt zum Rocktoberfest. Moment, Rocktoberfest im August? Was soll das denn? Wir hatten bisher wirklich Ende September, Anfang Oktober, was natürlich witterungstechnisch sehr schwierig ist. Wir hatten zweimal um die 12 Grad und Nieselregen, das ist dann nur für wirklich Hardcore-Fans. Deshalb haben wir gesagt, komm, wir verlegen das einfach in die Festivalsaison. Wir bleiben aber bei Rocktober, weil man kann rocken, man kann toben. Das passt schön zusammen. Blasmusik war beim Rocktoberfest Fehlanzeige. Stattdessen gab es ordentlich was auf die Ohren. Von Oldies bis hin zu Heavy Swamp Rock. Es wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten und das generationenübergreifend. Beim Bandprojekt Celtic Session zum Beispiel, das extra nur für diesen Tag ins Leben gerufen wurde. Dort sind die Musiker 22 bis 73 Jahre alt. Die Besucher waren begeistert. Total super geil. Ja, ist eine coole Sache. Vor allen Dingen endlich mal geile Musik hier in der Gegend. Vor allen Dingen auf so einem Dorf. Wenn so eine Veranstaltung ist, ist das richtig mega. Richtig mega war auch der Hauptact am Freitagabend. The Flims, die gerade erst in Northampton spielten und am nächsten Tag auch beim Kfz Open Air in Marburg auftraten. Ich finde, am meisten Spaß machen mir eigentlich die Konzerte im kleineren Kreis, kann man schon sagen. Wenn man aber merkt, dass die Leute halt einfach wirklich Bock drauf haben, dann ist es mir lieber, dass da vielleicht nur 20 Leute sind oder so, anstatt 100 oder 200, aber die 20, die da sind, haben da noch Bock drauf. Na, dann mal sehen, denn im nächsten Jahr soll das Rocktoberfest in Rauschenberg noch wachsen.